Hey Leute, was geht? Ich bin's Timmy, Freunde, und es ist wirklich einiges passiert in letzter Zeit. Ich habe Moni geheiratet, ihr habt's gestern gesehen, auch wenn es ein turbulenter Hochzeit war. Aber ich muss erstmal Moni treffen, Freunde. Ich freue mich richtig, ihr ein paar Sachen zu übergeben. Ich muss doch erstmal mich um meine neue Dame kümmern, Freunde. So geht's ja auch nicht. Vielleicht ist Moni hier bei einem Rathaus. Hallo, Moni? Bist du da? Moni, bist du hier? Oh nein, 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 Leute, nicht, dass Moni irgendwas zugestoßen ist. Das wäre gar nicht gut, Freunde, weil ich habe seit gestern wirklich nichts... Hier ist alles kaputt, Leute, oh, oh. Ich habe seit gestern nichts mehr von Moni mitbekommen, Freunde. Und jetzt auf einmal ist sie auch gar nicht mehr hier. Sie hat sich nicht mehr gemeldet und so. Ich verstehe das nicht. Ich meine, hier ist nichts. Hier ist ja diese Mädchenstadt. Vielleicht ist hier irgendwas, Freunde. Hä? Nein. Ey, was machst du da unten, Junge? Hä? Oh, das, nicht schon wieder 10 Minuten. Bro, das ist doch dieser Styx, ey. Warum hast du gestern meine Hochzeit eigentlich kaputt? Das ist immer noch die Testik. Hey, ganz ruhig, Styx, mit deinen Fischen in der Hand, ja? Warum? Ey, hör auf, Mann. Die Testik. Bro, alles gut. Wenn du kämpfen willst, dann kämpfen wir. Aber alles gut. Ich hab Herzen, ich hab Tote. Mir ist das egal, Styx. Ja, du hast Herzen. Styx, du bist Styx. Okay, zu Styx. Wo ist Moni, Alter? Hä? Was hast du mit Moni angestellt? Ach so, Moni. So, hat sie jetzt gar nicht erzählt? Wie? Was ist über Moni? Was passiert, Junge? Alles gut. Seit gestern ist sie nicht mehr dieselbe, ey. Sie hat sich nicht einmal mit mir gemeldet, Mann. Was soll das? Der Plan geht auf, Timmy. Der Plan geht Leute, auf. Leute, was für ein Plan? Was babbelt der da? Ey, Styx, ich sag dir ehrlich, wenn du Moni irgendwas angetan hast, gibt's richtig Ärger. Dann bring ich sie nicht zur Mädchenpolizei, Alter. Ja, mehr zur Polizei bringen, oder du kannst ja gar nicht. Ja, Bro, ich bin. Okay, du willst also die andere Seite von mir haben. Du bist ja selber pink, du kannst doch selber dahin arbeiten. Moni hat mich immer ein bisschen beruhigt. Nein, Moni hat mich immer ein bisschen beruhigt. Die hat mich. Ey, du kleiner ekliger, du. Du wirst schon noch sehen, Alter. Ja. Moni war eine gute Seele. Aber du lässt wieder das Böse aus mir heraus, Junge. Ich werde dich fertig machen, du ekliger. Sag mir jetzt sofort, wo Moni ist, Alter. Los. Ach so, Moni hat dir wirklich nie erzählt. Natürlich hat sie. Jetzt sag mir doch einfach, was Sache ist, du blöd, Mann. Ich will wissen, wo meine Moni, Frau ist, Alter. Moni ist so eine gute Freundin, Mann. Die behält einfach alles gute für sich. Das Bro, mir ist das egal, ob ihr Freunde seid oder nicht. Die ist meine Frau ab jetzt. Wir haben geheiratet. Verschwinde mit deinem blöden Lava, Alter. Das tut mir eh nicht weh, Junge. Du kannst machen, was Geh du willst. Geh mal überbrennen. Ja, dann mach das doch. Du bist einfach ein Noob, Junge. Du bist einfach nur neidisch, dass du Moni nicht bekommen hast. Ich sag dir ehrlich, du musst damit klarkommen, ey. Sie ist jetzt meins, Junge. Checkst du das? Und die Höllenkrieger werden über dich herrschen, Alter. Die Höllenkrieger werden dir noch richtig zeigen, wie das ist, wenn man Rache nimmt. Du wirst deine größte Rache bekommen, du kleiner Ekliger. Mit deinen kleinen PvP-Kämpfen hier, Alter. Du denkst auch, dass du krass bist, ne? Du denkst auch, du bist PvP-Bro. Ja, du bist richtig heftig, Alter. Boah, hast mir wehgetan. Aua, aua, aua. Merkst du nicht, dass es nichts bringt, Bro? Hä? Merkst du nicht, dass das gar nichts bringt, was du da vorhast? Sag mir jetzt einfach, wo Moni ist, Junge. Sag mir, wo Moni ist. Du bist echt der Gleiche. Ah, okay, ich weiß, was ich zeig dir, wo Moni ist. Weißt du, weil ich will eigentlich, dass wir beide Freunde werden. Okay, komm, zeig mir. Okay, das finde ich gut. Aber stopp mal, ich will was von dir. Was willst du? Ich will 5 Gastränen haben. Woher weißt du, dass ich Gastränen habe? Ich will die Gastränen haben. Bro, woher weißt du, dass ich Gastränen habe? Moni hat es mir erzählt und ich dachte so, du kriegst Moni nicht zurück, wenn du mir sie jetzt klopfst. Also wenn du sie Nein, du wirst mit den Gastrien irgendwas machen, du wirst damit Enderkristalle machen oder so. Nein! Man kann damit Enderkristalle machen? Ah, wusstest du nicht, ne? Nein, ich brauch dir wegen was ganz anderem. Bro, sag mir jetzt sofort, wo Moni ist, ansonsten werde ich dein Haus niederfackeln. Du wirst schon sehen, Alter, was dann passiert. Gib mir die Tränen. Gib mir Moni, gib mir zuerst einen Hinweis für Moni, aber ich will wissen, dass sie lebt, dass hier nicht irgendwas passiert ist, du Ekliger. Vertrau mir. Okay, was ist, dann schwörst du mir jetzt, dass du mir diese Tränen gibst, wenn ich dir einen Tipp gebe. Bro, wenn der Tipp mich am Ende zu Moni führt, dann ja. Wenn jetzt irgendein Prank ist von dir, dann kriegst du gar nichts, Alter. Dann kriegst du nichts. Nein, musst du mir jetzt geben. Ich geb dir das jetzt nicht. Jetzt bring mich zu Moni, du Ekliger. Ha, gut, dann scheint es dem Moni doch nicht so viel wert, ne? Ey, das gibt's nicht. Bro, ich weiß so, wie viele Gas drin ich eigentlich farben kann. Das ist mir eigentlich vollkommen egal, ne? Sei ich dir ehrlich. Dann gib mir die einfach. Okay. Gib mir zuerst den Hinweis für Moni. Ich vertraue dir keinen Meter. Vertrau dir auch nicht, Bro. Ja, aber Bro, was guck mal, soll du das, musst hä? dir vorstellen,
Du musst dich vorstellen, es geht um Moni, Bro. Da müssen wir wirklich mal beide. Bro, wir beide müssen schon mal gar nichts, ey. Sie ist meine Frau und du bist irgend so ein kleiner Wicht, Junge, der sich auftut, Alter. Okay, du sagst komm mir hier runter, Bro. Komm hier runter. Okay. Also, hier unten können wir nicht abhauen, hier können wir chillig reden. Ja, warte, hier kommen so kleine Viecher und so. Ich bin jetzt hier. Okay. Also. Wenn das eine Falle ist, ne? Du wirst drauf. Nein! Ich hätte gerne die Gastränen und dafür kann ich dir einen Tipp für Moni geben, denn es gibt jemanden, der weiß sogar wahrscheinlich genau, wo er ist. Wo sie ist. Immer noch ein Sie und nicht ein Er. Sorry! Junge. Was babbelst du da eigentlich? Hä? Alter, wieso? Oh mein Gott! Du hast so Glück, ne? Du hast so Glück, Junge. Du hast so Glück. Ich dachte, da geht's richtig tief runter, ey. Das also, gibst du mir die Tränen oder ist die Muni etwa keine Träne wert? Leute, was soll ich machen? Das Muni ist mir eigentlich schon wichtig. Ey, du kleiner Ekliger, ne? Du weißt, dass du mich so hast, ey. Du kleiner Ekliger. Ich will zuerst den Hinweis hören, dann gebe ich dir die Tränen. Nein. Okay, ich gebe dir eine Träne. Hier, jetzt sag mir den Hinweis. Den Rest bekommst nein, du, wenn ich den Hinweis... Nein, ich wollte drei Wenn ich Tränen den haben. Hinweis sehe dann oder höre, dann gebe ich dir die restlichen. Ich habe dir jetzt eine schon gegeben. Okay, also. Ja. Alpha Steinchen weiß genau, denn Alpha Steinchen ist Batman. Und Batman weiß, wo jeder ist. Bro, was soll denn jetzt Alpha Steinchen damit zu tun haben? Alpha Steinchen weiß da? Genau, wo er ist, glaub mir. Ja, also okay. Jetzt gib die Tränen her und ich fühle dich zu ihm. Hier. Ich fühle dich zu ihm. Du hast jetzt die Tränen bekommen, jetzt lass mich in Ruhe, du komm, Ekliger. Komm, ich fühl dich zu ihr, komm. Ja, gut, besser. Leute, der ist so doof, der hat noch vergessen, dass ich noch eine Träne hab. Ich hab noch eine. Ich bin da, was willst du? So, wo hey, ist wo jetzt? Bist du? Wo ist hier? Ich bin hier. So, los geht's, ich fühl mich dahin. Ich will wissen, wo sie okay. ist. Bro, wenn du irgendwas dir angetan hast, ne, dann gnade dir Gott, was dann passiert. Oh mein Gott, hä? Bro, wieso bringst du mich jetzt zu mir? Komm. Hä? Was babbelt? Wo bist komm du? Komm rein! Wo rein? Im Portal! Ja, ich bin im Portal, ja, ich bin. Schnell rein! Ja, ich bin doch drin! Nein, der will's kaputt machen. Der will's kaputt machen. Bro, verschwinde doch! Ey, dieser Ekliger, ne? Timmy! Du willst es kaputt machen. Ich weiß genau, dass du es kaputt machen willst. Was will ich kaputt machen? Das Portal, du wolltest mich einsperren hier! Achso, nein, wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich dahinter warten. Dann können wir diese ganzen Viecher hier abhauen. Es geht hier um meine Frau, Alter. Ich rette dich, Timmy. Langsam. Du wirst mich oh, gar das nicht. Das Ding hat Eisen gedroppt, Junge. Wie selten ist das, dass die Eisen droppen? Ja, super selten. Jetzt verschwinde von mir. Gib mir jetzt endlich Muni, Alter. Warum sind die überall Zombies, ey? Hallo, sag mir, wo Muni ist. Was ist jetzt hier der Sache, ey? Lol, da steht Muni war hier. Hä? Muni? Man verschwindet, du blöder Zombie! Muni war hier. Hör auf, steht da, Muni war hier. Was soll das? Warum war Muni hier, Junge? Wo ist er hin? Bro, wo ist der Eklige hin? Ich weiß, wo sie ist! Tim, ich weiß, wo sie ist! Und wo ist sie? Ich weiß, komm mit. Aha. Na gut. Dann schauen wir aber ich will noch eine Gastrainer haben. Bro, ich hab keine mehr! Da musst du mir welche besorgen. Oh, ich besorg dir doch keine Gastränen jetzt. Mann, ich kipp dir die danach. Obwohl, nee, stopp. Also, du kannst mir auch einen Diamant oder sowas geben. Irgendwas für Wertvolles will ich haben. Bro, ich geb dir eine Enderperle. Ich geb dir eine Enderperle. Weil sie meine Enderperle ist nicht wertvoll. Das ist meine Perle, Alter. Ja, eine Enderperle ist wertvoll. Hier kriegst du. Warte mal, das heißt, sie verschenkt Muni einfach deine Perle. Boah, das muss das natürlich. Wie denkst du da für einen Schwachsinn, Alter? Wo ist jetzt der nächste Hinweis, ey? Ja, komm mit. Ja, besser ist es, ey. Es reicht mir langsam mit dir, ey. Hä? Das ist Kiro. Leute, stopp mal. Alle Abstand halten. Was ist das Ding hier? Was soll das hier? Timmy. Bro, der hat irgendwie Informationen zu meiner Frau, Junge. Timmy, greif mich einmal an. Was ist denn mit deiner Frau? Was los? Timmy, wenn mich deine Handlanger einmal angreifen, dann war's was mit für mir. Was war das? Leute, ich finde Muni nicht mehr. Und der ist der einzige Typ, der irgendeinen Hinweis hat, wo Muni ist, Alter. Ja. Und ich habe dem schon Gastränen gegeben und so, dass er mir mal hilft, Alter. Aber der will mich die ganze Zeit hops nehmen, habe ich das Gefühl. Also, Alpha Steinchen, komm mal bitte mit. Alpha Steinchen, komm mit und Timmy, komm mit. Ich komm mit in den Keller, mit in den Keller. Behalte mich im Auge, ja? Steinchen und Timmy? Mein Steinchen, was hast du gemacht? Snoopy, bleib hier. Ich vieles, wenn der Tag lang ist, ich weiß aber gerade nicht. Oh, wer geht die ganze Zeit unsere Sachen in, Alter? Ihr ekligen. Hä, aber was das? Sind das Geheimkisten? Nein, das sind nicht Geheimkisten, Mann. Geht da weg, das farmen wir die ganze Zeit. Haut ab von da, Mann. Das ist nur für die Höllenkrieger und für niemand anderen, Junge.
So, wo ist jetzt also, Moni, Alter? Gib mir jetzt einen Hinweis. Mach zu. Erstmal erwarte ich noch eine Sache von Alpha-Steinchen dafür. Ich will ja auch schon. Also, guck mal, wenn Moni so wichtig ist, will ich auch was von ihm haben. Hä? Ja, weißt was soll jetzt Alpha-Stein dafür geben? Du musst mir auch was Wertvolles geben. Es sei denn, Moni. Gib ihm was Wertvolles. Moni ist wichtig. Ja, ich habe hier eine Rakete beherrscht. Das ist mir zu unwertvoll, tatsächlich, muss ich sagen. Das gibt's halt. Gib ihm einfach ein paar Smaragde, ey. Ja, ich will gegeben. So. Nein, nein, ich will mehr! Junge, der will uns doch ausnutzen, Alter, was soll das? Nein! Junge, wir sind in der Überzahl, wenn du uns hier pranken willst. Ich mich auch, halt. Tibi, bist du sicher, ob das weiß, wo sie ist? Der Zweck gehört zu dir. Ja, Leute, ich bin ihr bester Freund, weiß immer, wo sie ist. Aha, dann gib mir mal hier irgendwie einen Hinweis, Bro. Du redest die ganze Zeit nur analphabeten Sachen hier. Latein redest du, Junge. Okay, ich geb dir ein kleines Rätsel. Aha. Sie ist da, wo der Schatten klein ist. Da, wo der Schatten klein ist? Aber auch da, wo der Schatten groß ist. Hä? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Bro, der will dich doch nur auf den Arm nehmen. Das macht gar keinen Sinn, Alter. Bro, was soll das denn für ein Ort sein, ey, wo der Schatten groß ist? Oh, nein. Müsst du mir sagen, weißt du, bei Tobi weißt du was? In diesen einen Raum? Ich gebe euch mehr Tipps, wenn ihr mir was dafür gibt. Timmy, weißt du was der damit meint, mit da, wo der Schatten klein ist und groß ist, seine gehende Leere im Kopf? Boah! Der hat sich ja absolut hops genommen, Junge! Alter, das Büro anzugreifen, ansonsten greifen wir dich an, Alter! Wir sind zu viert, warum greifst du an, sofort den nächsten Hinweis, wo ist dieser Ort? Los! Ihr müsst mich dann dafür bezahlen. Ich will den gefangen nehmen. Ja, du kriegst, Leute, weiß jemand, wo die drei Perlen von mir, guck mal. Wo dieser Sticks wohnt, hä? Ja, ich weiß. Ich habe ihm drei Perlen gezahlt. Mal hingehen und vielleicht gib Infos. Gib drei Perlen oder das gegeben. Passiert okay, mit deinem Haus, gut, Junge. Alles gut. Ihr müsst mir mach mein Haus kaputt. Ich gehe dann lieber, okay? Wäre kein Stress, aber Moni bleibt dann halt weg. Wir wollen Infos, Alter. Was haust du jetzt ab? Ich habe Angst, dass der Moni selber ein Schüler hat und nur er weiß, wo Moni ist, Alter. Vielleicht Timmy, ich komme in meiner Sammlung. Oder dein Haus ist weg. Also überleg's dir lieber mit meinem Haus bringen. Gib mir etwas Wertvolles oder irgendwas, womit ich dir noch einen Tipp geben kann. Ja, okay, hier. Komm. Sag mir, wo Moni ist. Das sind jetzt alles Markte, die ich habe. Oh. Alles Markte. Okay, das holen wir uns alles wieder zurück, ehrlich. Ja. Okay, folgt mir. Okay. Leute, ihr wisst Bescheid, wenn der irgendwie... Ich gebe dir den nächsten Tipp, Timmy. Ja? Ich bin gespannt, Alter. Weh, du lügst mich an, du flunkerst mich an oder so, dann gibt's richtig Ärger. Bro, mit meiner Frau macht man keinen Spaß, Alter. Das ist eine frische Hochzeit und frische Ehe, Alter. Wir fliegen jetzt zu ihrem Haus. Was ist denn da, Leute? Wir fliegen von einem Ort zu anderen Ort. Das fühlt sich an wie eine Schnitzeljagd, sag ich dir ehrlich, ey. Bro, der nimmt dich auf den Arm, Timmy, sag ich dir ehrlich. Ja, ich hab langsam ausgefühlt, aber dann wird er sehen, was dann passiert, ey. Wenn er nur ein Haar kommt, dann gibt's richtig Ärger. So, jetzt sind wir bei ihrem Restaurant irgendwie. So, das ist genau, nicht ihr Haus, Alter. Wir sind auf einem guten Weg, aber ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Nein. Nee. Jeder Tipp ist was wert. Bro, wir sind an einen anderen Ort hingegangen. Du hast mir irgendwas gesagt mit Schatten groß und klein. Wo ist hier der Schatten groß und klein? Was babbelst du hier? Guck mal, wir sind der kleine Schatten. Und guck bei dem Haus. Der Haus, das groß ist. Ja, merkst du selber. Ist der große Schatten. Einfach nur Hops nehmen, Alter. Der will uns einfach nur Hops nehmen, ich sag dir ehrlich. Sag mir jetzt... Ja, dann, Leute, wenn ich Hops nehmen will, dann... Warum habe ich bis jetzt noch keine einzige Fährte von Moni gesehen? Irgendwie eine Haarsträhne oder Farbe oder von ihr, ne? Komm, ich zeig dich. Ich zeig dir einen Beweis. Ja, gib mir mal einen Beweis, dass du nicht anflunkerst, hä? Ansonsten, wer bist du denn? Bro, das ist doch 100% ein Prank von dem, ey. Der lockt uns noch in irgendeine Falle oder so und klaut uns Reise. Leute, seht ihr dieses Spinnenauge? Hä? Was? Soll ich da reinschauen? Ja, ich sehe das Spinnenauge, ja. Dieses Spinnenauge hat Moni da reingelegt. Aha. Und ich soll euch zu ihr führen, weißt du? Denn sie... Warte, Timmy, komm mit. Hört sich gut an, aha. Das hört sich interessant an. Ich bin gespannt. Ja, was ist los, ja? Sie hat eine Hochzeit. Was hat sie? Ich muss euch dahin führen. Was? Eine Hochzeitsüberraschung? Flitterwochen? Ja, aber... Was redest du da? Ja, sie hat eine Hochzeitsüberraschung vorbereitet. Oh, okay. Aber sie hat mir die Aufgabe gegeben, ich muss euch immer Aufgaben, also Rätsel stellen. Aha. Und ihr müsst mir aber für die Rätsel mal was zahlen, weißt du? Weil, weißt du, das, was sie für dich hat, das ist ein richtig krasses Geschenk. Ist sie auf einer Insel und dann komme ich da und mache ein schönes romantisches Picknick?
Ja. Alter, das hört sich voll nach Höllenkrieger an, Leute. Da schlägt mein Höllenkrieger jetzt aber in der Höhe, Junge. Aber Leute, für den nächsten Tipp, Leute. Aufstützen, du Kleiner. Aber Leute, für den nächsten Tipp brauche ich eine andere Sache von euch. Leute, gebt ihnen das Wertvollste, was sie haben. Das geht um Leben und Tod, Leute. Hier ist noch verrottetes Fleisch von gestern. Hier, ich gebe dir die Maiglöckchen von Moni. Die bewirken dir richtig viel. Ein bisschen Erde für dich auch noch. So, und du kriegst Schneekugeln hier. Richtig, und nee, ich will was Wertvolles, Leute. Wollt Junge, das ist wertvoll. Okay, pass auf. Du hast doch das Spinnenauge gesehen, ne? Das Spinnenauge, was da drin war. Richtig, Sitastics oder Sticks? Ja. Okay, guck mal. Ich gebe dir mein Spinnenauge, was Moni mir damals geschenkt hat. Das ist richtig wertvoll, Bro. Ich sag dir ehrlich, das will ich aber auch wieder haben irgendwann mal. Cam. Ja? Das? Ja, dieses Spinnenauge. Okay. Okay, warte ganz kurz. Aha. Leute, denkt ihr... Da, weißt du was? Diese Aufgabe war von Moni. Alter! Das ist gar nicht! Was soll das denn? Das hat er nicht gemacht. Diese Respektlosigkeit, Timmy, Alter, was soll das? Das gar nicht! Was macht Timmy der? Ich hab das Gefühl, dass der uns hochnehmen will, Leute. Timmy, das war der Aufgabe. Dass Moni mir das Spinnenauge gegeben hat, nur damit er es kaputt macht. Nein, das gehört doch zur Überraschung, Timmy. Ich bin doch mit. Was für eine Überraschung, weißt du was? Alter. Ich habe auch langsam eine Überraschung für dich, dass wir nämlich den Kopf von dir hier bringen, Junge. Ja. Das werden wir machen, also du kleiner Ekliger. Sag mir jetzt sofort, wo Moni ist, ansonsten springst du bei der Klippe runter. Aber... Drei. Timmy, warte mal, Timmy, ich dachte, dass du eine Hochzeitsüberraschung bist. Sie hat extra eine Insel und ein Picknick vor. Nein, habt ihr ihm wirklich das Schwert gegeben? Das war nein, ich hab nicht aufgesammelt extra. Eins. Auf jeden Fall. Ich brauch Pfeile, okay? Wenn ihr mir Pfeile gibt. Leute, gebt dem Idioten Pfeile. Gebt dem Idioten Pfeile. Das ist ein Befehl. Ich will, dass er Pfeile bekommt. Ich will wissen, wo Moni ist, Alter. Timmy, was hat er dir ein Gefühl gegeben, dass du überhaupt weißt, wo Moni ist? Ja, er ist derjenige, der Moni eigentlich gut kennt und er würde niemals bei Moni lügen, ja, glaube ich. Du kennst sie besser. Ist so. Natürlich kenne ich sie besser. Aber ich habe sie seit gestern nicht mehr gesehen und gestern hat dieser Typ die Hochzeit gestürmt, Alter, und hat überall Lava hingemacht, der Blödmann. Ja, eben. Das heißt, eigentlich schuldet er uns noch was. Wir sollten ihn eigentlich mal einsperren, ey. Wir sollten im Spiel. Ja, okay, mal dann macht das. Dann weiß er aber niemals, wo Moni ist. Na, dann müsst ihr aber auch niemals freikommen und meine Leute werden Moni schon finden. Ich sag dir ehrlich, denkst du, du bist der Einzige, der Moni finden kann, okay. Also, Timmy, stopp mal, ich will Timmy beruhigen. Timmy, geh mal auf Tab und guck mal, wer ganz oben in der Leiste ist. Wer ist das? Genau, und Moni. Moni, da, stopp. Moni ist irgendwo. Wo ich glaube, ihr werdet da niemals hinkommen, aber nur durch mich, weil ich weiß ja, wo sie ist. Ey, du hast sie doch einfach nur entführt, Alter! Ich weiß. Sonst redest du doch nicht so. Sonst willst du nicht die ganze Zeit irgendwelche komischen Tipps geben. Ich will Pfeile haben. Pfeile. Ich hab keine Pfeile. Leute, habt ihr Pfeile? Gebt den Jungen Pfeile. Anscheinend hat er irgendwie Infos, ey. Pfeile, nicht Ärger. Ach so. Ich hab zwei Pfeile, hab ich dabei. Reicht das? Zwei Pfeile. Nein, das ist zu wenig. Bro, was hast du denn vor mit den Pfeilen? Die kannst du an jeder Ecke machen. Das sind Liebespfeile, weil sie mir die Aufgabe gegeben hat. Also ich will sofort noch 20 Pfeile haben. Sonst werdet ihr niemals wissen, wo sie ist. Seit wann Leute, kooperierst du überhaupt? Faden. Ich hab einen Faden hier, falls jemand damit einen Pfeil machen kann. Vielleicht klappt das ja so, Leute. Wir brauchen einfach nur Holz jetzt noch. Ich hab keinen Flint. Das funktioniert Timmy, nicht. Timmy. Was ist? Komm noch mal ganz kurz. Ja. Du strapazierst meine Nerven, kleiner Spitz. Nein, Bro. Ich sag dir ehrlich. Weißt du, Moni hat zu mir gesagt, sie will wissen, also ich sag das jetzt, weil wir sind zwar keine Freunde, weißt du, aber aus Feinden können auch Freunde werden. Und ich will dir helfen, deswegen sage ich dir jetzt, was die Aufgabe hinter Moni war. Moni will nämlich wissen, wie weit du für sie gehen würdest. Bro, ich würde auch nochmal weit für sie gehen. Ich würde genau, sie gar nicht sofort aufschützen hat sie mir die für Aufgabe sie. Gegeben. So fertig deswegen machen würde ich. Ja, aber deswegen hat sie mir die Aufgabe gegeben, dass ihr mir 20 Pfeile geben müsst. Und ihr habt mir jetzt schon 2 gegeben, das heißt noch 18 Pfeile. Weil ich will nur wissen, was du alles dafür tust. Oh Leute, lass in jedem aber Haus mehr sage ich schauen. Nicht. Lass in jedem Haus nach Pfeilen schauen. Das reicht mir langsam, Alter. Ja. Mit seinen blöden Anforderungen, Alter. Ich geh zum Rathaus. Das reicht mir jetzt, ey. Ich schwör's dir, so sind hier irgendwo Pfeile. Moni, hast du hier Pfeile versteckt? Das sind Emeralds. Ey, cool. Komm schon, ich brauch doch nur Pfeile, Mann. Ich hab einen Pfeil.
Ein Pfeil habe ich heute. Ein Pfeil, voll viel. Ne, Leute, ich warte an meinem Laden. Leute, ich will in genau 5 Minuten 18 Pfeile sehen, ja? Ja, gar nicht von mir. Willst du, dass du stirbst oder was, Alter? Ne, Leute, ich bin bei meinem Laden. Boah, müssen doch irgendwo noch Pfeile sein, ey. Ich check das nicht. Hier vielleicht. Bro, hier sind Safe-Pfeile. Leute, hier müssen Pfeile sein. Das ist eine Schatzkarte. Boah, wer will denn eine Schatzkarte haben, wenn man Pfeile haben kann? Es geht um Leben und Tod, Alter. Und der Typ, Bro, der nervt mich, ey. Hier vielleicht irgendwas drin? Nee, natürlich nicht. Auch nicht, ey. Es gibt in dieser ganzen Stadt gibt es keine Pfeile, Alter. Das reicht nicht. Eine gute Überraschung. Leute, habt ihr irgendwie Pfeile gefunden noch? Ich habe einen kompletten Bogen gefunden. Ich habe leider keine. Ich sag dir ehrlich, wir müssen Plan B machen. Wir müssen, glaube ich, ihn erledigen. Nur so wird das. Vielleicht hat er irgendwie lassen sich doch nicht bestechen, Alter, von so einem Vollidioten. Vielleicht hat er was dabei, wo Munis Location draufsteht. Weißt du, so ein Zettel oder so. Ja, hast du recht. Das vielleicht aus ihm rausprügeln. Lass uns ausschwärmen und zu ihm rübergehen. Wir machen ihn jetzt los, knapp, Alter. Zu seinem Haus oder so. Zu seinem Laden will er sein. Ja, sein Laden, genau. Zu seinem Laden, Leute. Weg damit! Weg, an den Notfall sprengen wir den ganzen Schuppen, Alter. Weg mit dem Schuppen, der Alter. Wie sieht's hier denn aus? Wo ist dieser Sticksladen? Ist das dieser Sticksladen? Hallo! Warum weißt du denn? Ey, was geht ab, Stix, Junge? Wir haben unsere Meinung geändert, Alter. Wir wollen ab jetzt sofort wissen, wo Moni ist, ansonsten wirst du draufgehen, ey. Keine weitere Aber gib mir die Pfeile, die ihr gefunden habt. Nee, ohne Pfeile. Oder willst du etwa deine Rüstung verlieren, Junge? Hier kriegst du. Nein, will ich nicht, aber stopp mal, Leute. Und zwei Pfeile kriegst du hier. Jetzt sag mir sofort, wo Moni ist, Alter. Sag, wo Moni ist oder dein Kopf. Ich will von jedem einen Pfeil. Es ist doch nicht schwer, Alter. Ich will die Wahrheit. Ich werde dich platt machen, wenn du mir nicht sagst, wo Moni ist, Alter. Leute, okay. Ich will nicht sterben, Leute. Dann sag doch jetzt. Sag doch, geht doch, Junge. Erstmal, stopp mal, Timmy. Also ich sag so, meinetwegen sag ich dir, aber dann machst du deine eigene Hochzeitsüberraschung kaputt. Das will ich dir jetzt nur nochmal schnell sagen. Bro, es reicht mir langsam mit deiner Hochzeitsüberraschung. Ansonsten werde ich nämlich das hier machen. Pass bloß auf, ey. Warum sabotiert er die Hochzeit und will jetzt irgendeine Überraschung? Leute, gib mir den wieder. Nein, Junge, gib ihn nicht wieder. Erst wenn er sagt, wo Moni ist. Haut einfach ab. Ey, ich raub jetzt den Raketenshop. Hier ist der Drachenkopf, Timmy. Der Raketenshop? Ja, das ist der Raketenshop, wie es sich drin. Wir plündern alles weg. Alter, wir plündern. Bro, hier ist ja gar nichts drin bei dem. Hä? Oh, schwarz, mal. Titi! Alter, let's go, Bro. Wir haben den Schatz gefunden. Let's go, Bro. Das war TNT. Nice. Ja, wie wichtig ist es dir jetzt, Dix? Wie wichtig ist das dir jetzt? Wir haben deinen Drachenkopf. Also, wir haben alles von dir. Sag jetzt okay, Leute, ich sag's euch. Ich hab keinen Bock mehr. Aber gib mir meinen Drachenkopf. Das ist wertlos, Alter. Bitte, Leute. Leute, das kommt davon, wenn du dich im Hellkrieger anlegst, Alter. Okay, dann nicht. Ciao. Du hast die Situation, dass du hier jetzt groß töten kannst. Timmy, im Ernst, Bro. Gib mir bitte, das ist eins meiner wichtigsten Items. Das brauche ich sehr gerne. Das brauchst du, um Munis Liebe zu zeigen, oder was? Gib jetzt die Info, wo ist Muni? Genau, einfach, Junge. Okay. Aber okay. Drop den blöden Drachenkopf. Ich sag euch, das ist super. Ich bin jemand, wenn ich mein Versprechen gebe, breche ich es nie. Also ich verspreche dir, wenn du die Info rausdrückst, kriegst du den Kopf. Ich platziere den einfach wieder. Ja, Moni ist immer noch online. Ich breche niemals ein Versprechen. Ich bin nämlich ein sehr ehrenhaftes Huhn. Moni, ich gebe euch einen Tipp. Moni ist in einem Kerker. Also hast du sie entführt? Ja, nee, ich nicht. Aber jemand anderes. Platziere es da. Wie gesagt. Versprechen ist Versprechen. Wer tut sie denn in den Kerker einsperren, Alter? Sowas macht man nicht, Junge. Bro, ich dachte, ihr seid beste Freunde und du behandelst sie so. Was stimmt mit dir eigentlich? Alpha-Steinchen. Ja, alles supi. Wow. Warte mal, das ist eine Fake-Nachricht, ey. Alpha-Steinchen, was soll das? Hast du damit was zu tun? Ey, ich sag dir ehrlich, ich glaube, du hast damit was zu tun, Alter. Sag mir sofort, wo Moni ist, du Ekliger.
Ich bin Batman. Dein Hirn, hast du was damit zu tun? Bro, der hat safe damit was zu tun. Der wollte sich schon die ganze Zeit am Muni ranmachen, der ist. Richtig, richtig, das stimmt, das stimmt. Hey, ich bin Batman, Jimmy. Nicht Batman, Junge. Sag mir jetzt, wo Muni ist, ansonsten wird dein Haus gesprengt. Hey, Leute, was schreibt am Muni? Was schreibt Muni da? Junge, das steht doch Statistics, Junge. Mann, ihr haltet uns wirklich für Blödsteinchen und Zickersticks, Alter. Okay, Leute, Leute, Timmy, ich sag jetzt genau, wo sie ist, okay? Jetzt schon 50.000 Mal, wo ist sie? Ich bin's mir leid. Also, ich muss euch sagen, ich hab euch verarscht, ich hab keine Ahnung, wo die ist. Sag doch irgendwas stimmt hier nicht, Alter. Dann bleibt mir nur noch einer übrig und das ist Alphasteinchen. Jetzt sag mir sofort, was da los ist, Alter. Warum prankst du uns, ich hab's nicht gesagt, okay. Was denn? Was hast du mir nicht gesagt? Lass in dein Haus gehen, du Blödmann, Alter. Das reicht mir langsam mit dir. Du bist ja noch schlimmer als Alphastein, ey. Sag mir jetzt sofort, was Sache ist. Also, ich bin gestern aufgestanden in meinem Bett. Ja, und dann? Und auf einmal war Wonder Woman vor mir. Junge, du Blödmann, sag mir, wo... sag mir, wo hast du es hier, Alter? Bleib stehen, ey! Nicht, Bro. Ey, das gehört der zu Sticks oder was? Bro, ich versteh's auch nicht. Timmy, ich weiß, wo sie ist. Komm mal her, okay? Wirklich jetzt? Also, guck mal. Affe, du musst zu ihr Haus gehen, weiß, wo sie ist, und dann ist da ihr Haus und vielleicht ist sie dann da irgendwo. Einfach da bleiben und dann ist sie da vielleicht. Na gut, dann testen wir das jetzt. Los, wir testen das. Komm, wir testen das. Vielleicht hat er ja recht. Vielleicht hat Snoopy Moopy recht, Alter. Da bin ich mal gespannt, ey. Ob der recht hat. Du musst auf mich hören. Ja, ich höre auf dich. Hallo? Du hast nicht recht. Moni? Ey, wir müssen uns anklopfen, ne? Falls sie da ist. Aber ich glaube nicht, dass... Hallo? Ey, guck mal, ich habe einen guten Plan. Guck mal. Ja, und der lautet? Hä? Ja? Boah, Snoopy, hast du einen fahren lassen, Alter? Junge! So, guck mal! Schick da, Moni, dein Haus ist sehr schön. Ja, siehst du? Und jetzt Six, Junge. Und jetzt kommt sie bestimmt, weil sie denkt, wir sprengen oder so. Nein, das riecht noch alles nach Muni, Junge, aber hier ist niemand, Alter. Was ist, wenn wir im Chat drohen, dass wir das kaputt machen? Geht raus, ich will ein Bad nehmen, Alter. Jo, niemals ohne mich, Alter. Das braucht alles. Leute, hört auf, Muni Sachen zu klauen, Mann. Ey, ihr habt echt keinen Respekt, jetzt mein Arsch schnappen. Wir sind die Moment für euch. Junge, das ist hier ein richtiger Palast, Alter. Und du hast mir auch nicht weitergeholfen, Snoopy. Doch, das ist ihr Haus. Guck mal, jetzt weiß ich, was ihr Haus ist. Wow, super, ihr Haus. Aber wo ist ein Hinweis, Bro? Keiner hat Muni gesehen, Alter. Hä? Was war das? Steinchen. Hallo? Ist hier nicht gut, oder was? Ist da jemand? Nein, ich glaube, der hat gefurzt oder so. Du ekliger, ey. Ich gehe jetzt noch mal einmal rüber zur Mädchenstadt. Okay. Vielleicht ist ja hier irgendjemand. Leute, das kann doch nicht sein, dass sie weg ist, ey. Ey, Mann, wieso ist Muni jetzt weg, Mann? Ich wollte doch Timmy, wir müssen diese zwei Deserteure eigentlich köpfen. Solche Aktionen, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, Bro. Die ganzen Leute wollen nicht, dass wir eine richtige Ehe haben, Alter. Das reicht mir jetzt langsam, weißt du was? Das kannst einfach nicht mehr sein. Nein, Alter. Die Höllenkrieger sind Höllenkrieger, Alter. Wir sind doch keine Lutscher, Junge. Verstehst du? Das reicht mir langsam, Alter. Diese ganzen Das kann einfach nicht sein. Die ganze Zeit. Ey, diese Pranks, Steinchen hier, Snoopy, Alter. Ja. Die ganze Zeit. Hallo, Freunde. Wie hat euch der Prank gefallen? Der hat ja auch noch gefehlt. Was für ein Prank, Alter? Der fehlt mir noch, Alter. Du hast mir gar nicht weitergeholfen, du Blödmann. Du hast. Gib mir meine Sachen wieder. Ich habe euch auch geprankt. Ich wusste gar nicht, wo sie ist. Haha. Was ist daran jetzt ein Prank? Du wirst dafür noch richtig, richtig büßen, ne? Noch richtig büßen wird der. Yes, ich will so eine Holz auf sehen, Alter. Leute, danke für die gratis Items. Ja, ich kill dich jetzt hinter dir, es reicht mir. Lass ihn nur. Im Notfall nehmen wir seinen Drachenkopf wieder, ey, wenn er den so mag. Ja, Mann. Mir doch egal, gut, Alter. Was denkt der eigentlich, vorher schon mitgenommen, der Lutscher. Es ist so traurig, Alter. Ja, hallo, du Blödmann. Verschwinde aus meinen Augen, ey. Leute, hallo. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ey. Ich glaube, ich verzweifle langsam, Timmy. Du musst nicht weinen. Ein Tagesanbruch wird Moody wieder auftauchen. Bevor ich weine, werde ich dich K.O. machen, Alter. Und ich werde mir jedes Stückchen Freude von dir nehmen, Alter. Du wirst nie wieder glücklich sein, du kleiner Ekliger. Timmy, niemand kann das dafür, dass sie mich liebt. Die liebt dich auf jeden Fall, ne? Deswegen hast du sie weggesperrt. Bro, du wurdest deep gefriendzoned, Alter. Du bist so ein Lachfresse, Junge. Ja, dann hau doch rein, dann verschwinde doch, Alter. Ekliger. Mein Gott. Oh, das wird zu weit sein. Ich glaube auch. Hey, Timmy, ich hab was gehört, glaube ich. Moni, guck mal hier. Was ist das? Das ist pink.
Drachenatem. Alter. Was ist das her? Bro, das ist Drachenatem. Was ist Drachenatem? Was hast Junge? Du das her, Snoopy? Das hat schon mal Inventar. Bro, wo hast du das gefunden, ey? Sag jetzt, wo hast du es her? Weiß nicht, das hat mir. Weiß nicht, ich hab's auf einmal, wirklich. Moment, hast du damit irgendwas zu tun, Alter? Nein. Ey, ihr bindet endlich, ihr blöden Phantom, ey. Du und Steinchen, ihr macht wirklich einen komischen Eindruck hier. Leute, kann man das trinken, diesen Drachenatem? Was passiert dann? Ich glaub nicht. Dann wirst du zu Moni. Dann wirst du teleportiert zu Moni, weißt du? Das kann man nur so verwenden. Oh, super. Moni! Hä? Moni! Alter! Hä? Wo kommst du von mal her? Warte mal, das ist nicht Moni. Bro, das ist Steinchen einfach. Du kleiner Ekliger. Du kleiner Ekliger, Junge. Du bist so absolut eklig, Alter. Das ist ein richtiger Test-Dix-Move, Alter. Ey, Leute, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Leute, ich hab keine Ahnung, ey. Ich hab Moni jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. GG, Alter. Ey, seht den nicht, ich nicht. Timmy, küss mich. Hi, oh, du kleiner Ekliger, verschwinde, ey. Das ist so ekelhaft. Ein Ekliger, ne? Zeig dir ehrlich. Hä? Was ist jetzt? Hallo, Freunde, wo seid Bro, ihr? Bro, was geht jetzt? Timmy, hast du irgendwelche News über Moni, du blöder Polizist? Hallo, Freunde, ich habe gehört, ich habe Leute weg, Moni weg. Wo ist sie? Wo ist Moni? Du wirst mich einfach nur Hops nehmen, Junge, du Ekliger. Bro. Ich bin eine Polizist, ich kann doch helfen, okay? Ich helfe euch. Ich bin ein Moni und ein Polizist. GG, ey. Hallo, ihr könnt Suche machen. Ihr könnt suchen. Ja, okay, Leute. Ich bin das sag ich zu deiner Suche. Leute, ich bin eine Polizist. Meinst du nicht, wir werden auf die Idee gekommen, dass selber in die Hand zu nehmen, oder was? Ist so, Alter. Freunde, okay, werden alle angezeigt, okay? Alle angezeigt. Das reicht mir also mit der ganzen Polizei und den ganzen anderen Sachen, ey. Was soll das eigentlich? Das macht doch keinen Sinn. Ich werde Moni retten, Alter. Egal wie und egal wo, Alter. Ist mir egal. Es reicht mir also. Ich will noch die letzten Minuten einfach hier verbringen, ey. Die letzten Minuten will ich wirklich hier bei Moni sein, Alter. Das ist das Einzige, was mich glücklich macht, Junge. Wo sind die anderen, ey? Kommen die wenigstens? Die kommen ja nicht mal, ey. Freunde, alles muss man selber machen. Ich finde das so traurig, ey. Irgendjemand hat Moni da draußen entführt. Und ich muss herausfinden, wo sie ist, ey. Hä, wer ist da? Weiß ich nicht, wer da ist. Da läuft jemand in ihrem Haus. Oh mein Gott, da ist jemand. Timmy, wir müssen schnell rein. Da läuft jemand in ihrem Haus. Du Mörder, Alter. Du hast schon Moni ermordet, der Ekliger, hä? Du hast Moni ermordet, Junge. Bro, hä? Was? Hä? Wo kommst du denn jetzt mal her? Das wirklich. Moment. Aber du drehst, du bist nicht eingesperrt? Warum soll ich eingesperrt sein? Styx meinte, dass du da eingesperrt bist im Kerker und das eine Überraschung ist, eine Hochzeitsüberraschung und dir geht's dir gut? Mir geht's gut, ich war kurz passieren. Oh mein Gott, das war also einfach nur alles ein Prank von diesen Styx, Kiro. Digga, dass er es geschafft hat. Wo warst aber du die Moni, ganze Zeit? Warst du einfach nur spazieren? Ja, ich war spazieren. Ich hab mir voll die Sorgen gemacht. Ich dachte, du bist irgendwie in Gefahr oder so. Oh. Du kannst doch jetzt nicht mehr einfach so rumlaufen, jetzt wo Stace und so alle auf dich Jagd machen. Ja, das kannst du nicht machen. Zusammenhalten, weißt du, deswegen. Ich hab schon fast nichts erledigt, ey. Ich wollte schon seinen Kopf umspießen, ey. So sauer war ich, ey. Oh, Timmy, wir müssen echt als Höllenkriegerbande in den Nether gehen, da sind wir sicher. Ich sag dir ehrlich, da sind wir stärker und sicher. Ich sag dir ehrlich, bald geht's los, Junge, bald geht's richtig los. Ja, und dann reicht, wird Moni reicht. Richtiges Königreich regieren, Alter. Let's go! Für die Höllenkrieger! Moni, kannst du auch für die Höllenkrieger sagen? Für die Höllenkrieger. Wow, let's go, Junge! Habt ihr das gehört, Alter? Wir sind eine Einheit, ey. Moni, du bist die Allerbeste. Mann. Sollen wir dir irgendwie Geschenke machen von den anderen? Ein paar Diamanten oder so? Die haben nämlich gerade richtig viele, habe ich gehört. Richtig. Mhm. Die sind auch frei, also die wollen die freiwillig geben, ja. Mhm. Ja, die wollen die safe freiwillig geben, ehrlich. Richtig, die Geschenke. Sicher? Ja, 100%. Ja. Die sind richtig nett zu uns immer. Die verbeugen sich sogar. Okay, ich bring dir nächstes Mal was mit, Moni. Okay, danke schön. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Zum Glück geht's dir wir gut, sehen ey. Uns. Alter, was war das bitte für einen krassen Timmy. Tag heute, ey. Dein Herz muss bestimmt noch voll rasen, Alter. Ja, das war echt knapp, Mann. Ich war die ganze Zeit am Weinen, aber auch voll am Eskalieren, ey. Ich kann das gar nicht mal unter Kontrolle haben, meine Gefühle. Ey, diese Zicken-Stick-Sticker, der wird noch eine richtige Abwehr auf den gehe ich als Alter. Erstes, ey. Der wird auf jeden Fall noch sehen. Aber das muss erstmal gewesen sein. Ich muss mich ausruhen, ey, nach dem langen Tag. Ja, Mann.
Hau rein. Muss doch auf meine Insel, Alter. Ciao, ciao. Bis dann, wir sehen uns. Ey, Leute, was war das bitte? Wie krass war das? Wir haben es geschafft. Moni geht's gut, Leute. Oh mein Gott, aber Sticks hat wieder einfach nur die Situation ausgenutzt, so wie immer. Deswegen, ihr seht's, Freunde. Ich als Höllenkrieger lasse mir sowas nicht gefallen, ey. Der wird noch Rache bekommen. Ich werde den kleinen Sticks werde ich brechen, Junge. So ein Ding ist das. Haha, ciao.